Als was? Als mir eilig der Professor Agasse über den Weg lief und meinte, dass er ein Gegenmittel erfunden hatte, das aber nicht besonders lange hielt. Der Professor muss unglaublich schlau sein, sagte James beeindruckt. Shuichi schaute Con stumm an und dachte an ein Foto, das er heimlich von einem kleinen rotblonden Mädchen gemacht hatte. James, Jody, würdet ihr bitte für ein paar Minuten rausgehen? Was? Why, Shuichi? Ich möchte mit Ihnen mal kurz unter vier Augen reden. Ist das in Ordnung? Sie nickten und standen auf. James packte sich Shuichis Schulter. Du hast uns doch nichts verschwiegen, oder? Nein, gar nichts, Sir. Als sie die Tür hinter sich schlossen, nahm Shuichi eine Zigarette aus seiner Tasche und zündete sie sich mit einem Streichholz an. Nach das schaute er eine Weile zu Boden. Sie wurde geschrumpft. Nicht wahr? Ich weiß nicht, was Sie da meinen. Nur ich wurde geschrumpft. Ich meine das Mädchen, das bei diesen Agasse wohnt. Ei, Halbere. Con schluckte. Akai nahm aus seinem Portemonnaie ein kleines Bild heraus, das er zu Con flattern ließ. Darauf war er abgebildet, mit langen schwarzen Haaren. Und neben ihm stand Akemi Miyano. Und neben ihr stand Ai, nur jünger, vielleicht 13, 14. Seltsam, ich habe sie noch nie größer gesehen, dachte Con und nahm das Bild. Damals im Baker Hotel konnte ich nichts sehen, ich war zu sehr von Jins Waffe abgelenkt. Shihe und dieses rotblonde Mädchen haben unglaublich viel Ähnlichkeit. Ich möchte eine ehrliche Antwort von dir, Oberschüler-Detektiv. Ist sie Shihe Miyano? Con schob das Foto wieder auf Shuichis Tischseite. Ja, sagte er leise. Wieso hast du uns gerade angelogen? Ich wollte sie damit nicht so sehr hineinziehen. Das könntest du wohl nicht mehr ändern. Sie steckt da schon viel zu tief drin. Jody wollte sie doch in ein Zeugenschutzprogramm stecken. Sie hätten so oder so bald erfahren, dass sie kein normales Kind ist. Ich werde es ihnen erzählen müssen. Verstehst du? Ja, natürlich. Seit wann ist sie so jung? Nach ein paar Tagen, nachdem ihre Schwester gestorben ist. Sie weigerte sich weiterzuarbeiten, bis ihr nicht gesagt wurde, was mit ihrer Schwester sei. Akemi, dachte Akai traurig und drückte sein Handy in der Tasche zusammen. Sie sperrten sie ein und wollten sie beseitigen. Und dabei haben sie das Gift benutzt? Nein, sie hat es selber eingenommen. Sie sagte, lieber würde sie an das Gift sterben, als dass es die Organisation tun würde. Doch sie schrumpfte wie ich und suchte mich auf, da Ai wusste, dass ich noch leben würde. Unfassbar. Stur wie der andere, sagte Shuichi vergnügt. Bringt sich lieber selber um. Ihre Schwester war auch sehr stur. Das sind wohl alle Miyanos. Alle? Nun, als ich noch in der Organisation war unter dem Decknamen Ray, befragte ich welche nach ihren Eltern. Sie waren sehr angesehen bei ihnen, aber nicht wegen ihrer Kaltblütigkeit oder Bösartigkeit, sondern weil sie so unglaublich intelligent waren. Elena und Atsushi Miyano waren der Kopf der ganzen Bande. Obwohl die Organisation aus fast nur Verbrechern besteht, waren diese beiden sehr gutmütige Menschen. Das konnte ich aus meinen Gesprächen heraushören. Und doch sie waren unglaublich stur. Sie taten niemandem etwas, auch wenn es ihnen von höheren Mitgliedern befohlen wurde. Wenn sie so lieb waren, warum waren sie dann bei so einer Organisation? Tja, das ist die große Frage, oder? Ich bitte Sie, Akai, sagte Con und schlug mit den Händen auf den Tisch. Sie dürfen sie auf keinen Fall treffen. Ja,
Ich weiß warum. Wenn sie mich sehen würde, dann... Du hast mein Wort. Sie wird mich nicht treffen. Akai umkreiste einmal den Tisch. Die Lüge vorhin. Den Bericht von Jody, wo sie ausschrieb, dass du dich als Ei verkleidet hast, um sie nicht in Gefahr zu bringen, und jetzt deine Bitte. Shio hat anscheinend in dir einen Beschützer gefunden. Ich habe es ihr versprochen, sprach Conan ernst. Ich habe ihr versprochen, dass ich sie für immer beschützen werde. Shuichi schaut ihn an. Ich hoffe für dich, dass du dein Versprechen einhalten kannst, sagte er und schmiss seine Zigarette auf den Boden und drückte sie mit seiner Schuhsohle aus. Es gibt Menschen, die einen anderen etwas aus ganzem Herzen versprechen und es aber nicht einhalten können. Und meistens wird derjenige, dem man das Versprechen gab, mit dem Tode bestraft. Conan und Akai verließen zusammen den kleinen Raum, begleitet von Miss Jody und James. Diese Woche ist die alles Entscheidende, sagte James mit ernster Stimme. Ja, aber wir werden siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen, sagte Akai mit verschmitztem Lächeln. Seien Sie vorsichtig, die Organisation kennt keine Gnade, sagte Conan. Sag mal, kennst du etwa unseren Spruch nicht? Alle drei schauten ihn an. Fidelity, Bravery, Integrity. Dieser Spruch symbolisiert uns. Das FBI. Dieser Spruch symbolisiert. So, jetzt nochmal. That is the boy? Nee, nochmal. Das hat sich scheiße angehört. The boy? Darauf waren außerhalb. Boah. Du hast schon mehrmals unter Beweis gestellt, dass du über einen unglaublich starken, klugen, nicht stark, Gott, dieser Wahnsinn, Gehirne stark, und dass du sehr seltsam für uns bist. Ich lese dir etwas vor, was ich überhaupt nicht geschrieben habe. Gibt's doch nicht.